Recht herzlich willkommen auf meinem großen Kanal aus dem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir die Pre-Alpha-Demo von The Evil Side. Ist mit der Unity Engine gemacht von 616 Games. Wir sind WASD. Left side, right jump, jump, run, space, prone, reload R, use A, Q, pick up. Wunderbar. Was haben wir noch? Throw, Maus 1, Flashlight F, Tab, Inventory, alles klar. Graphic, full screen, very high, yo. Don't think you very high. Passt alles. Control ist aber general. Wunderbar. Super. Können wir loslegen? The Evil Side. Use headphones. Oh, ich bin so gespannt. Ja. Press any key. What the fuck? 1997. Albtraum? Sieht cool aus. Oh, Flashlight. Ich geh auf mein Telefon. Wo ist Telefon? Hier. Oh. Hello, Adam. Hallo, Adam. I really need your help in this case. Aha. I left some papers on the case in your office. Be careful, the place is very isolated and scary. Slaughterhouse Angels. Wir sind anscheinend dieser Mike oder wie er heißt. This is our house. Do you come to visit us? Nö. Jetzt kann ich die Flashlight nicht nehmen. Jetzt kann ich die nicht nehmen. Ohne Bedeutung? Tagebuch oder was? Was ist das für Bücher? Paar Mal nicht? Kann man eigentlich machen. Totenkopf. Skolle. Noch ein Buch? Das sieht aus wie das Necronomicon. Ich hätte gern die Flashlight. AQ. Mein Jules Governor, ja. Emissara von D. Rice or French. Geht um, also das Waisenhaus. Riss
Offen hast. Waisenhaus da, ne? Geschlossen 1990. Kinder gestorben. Und zwei werden vermisst. Alice und der Thomas. Thomas? War der nicht der Anrufer? Das hatten wir schon. Das können wir nicht. Hier kann ich nichts tun. Auch nicht. Wieso geht jetzt da unten noch? No Input? Da gibt's auch eine Tasse. Also Anrufer braucht unsere Hilfe. Ah, sieht cool aus, Leute. Und sonst war hier nichts, hier kann ich nichts tun. Sonst. Tja. Würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Aber warum er die Flashlight nicht genommen hat, verstehe ich nicht. Geht's erst los? Raphael Braga. Es geht erst los. Ich bin mal gespannt. Auto. Obwohl mir Autos nichts, absolut noch nie was bedeutet haben. Oh, jetzt lass uns mal überraschen. Pickup Flashlight. Ah. Da sagt man mal nichts. Ah, doch, hier. Take. You have to find the flashlight, yeah. Machen die Flashlight mal an. Wow. Das sieht ja mal creepy aus, Leute. Wie komme ich jetzt da rein? Wo ist das Gebäude? Hier. Hier komm ich. Ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Einen anderen Eingang. Ein Tor. Hier kann ich lang gehen. Wieso liegt hier ein Zettel? Ich möchte da gerne rein. Da kann ich nicht weiterlaufen, Leute. Ich komme aber nicht in das Gebäude rein. Mal mein Glück, ja. Da komme ich auch nicht weiter. Ah, eine Leiter. Cool. Aber was bringt mir jetzt die Leiter? Was mache ich jetzt da oben? Komme ich da vielleicht wieder runter? Dann wäre ich hier. Aber ich bin von hier gekommen, oder?
ich auf der richtigen Seite. Gibt's hier einen Eingang? Keller oder was? Ich hab Angst, Leute. Kleines bisschen Angst, aber nur ein kleines bisschen. Mehr auch nicht. Buch? Nein. Ah, da geht's hoch. Kann ich crouchen? C. Zu spannend. Ah, C, zu leicht. Oh, wir sind drin, Leute. Alles easy. Alles easy. Wir sind drin. Im Gebäude. Leute, ist es eine Puppe? Ich hoffe mal, es ist eine Puppe. Nee. Das sieht aber... Q. Use. Na was? Jesus, ich stimme ab. Was wäre hier? Oh, Batteries. Batteries. Ihr könnt es hier gerne selber durchlesen. Da sind Batteries. Die man ja auf jeden Fall braucht. Wir haben Batteries. Sehr gut. Teller. Ohne Hinweise. Bringt mir nichts. Die Axt. Verdammte Axt, was liegt der Axt? Warum der Axt? The axe can be used by Crank. Aha. The red that is weak and can be destroyed. Ah, nice. Cool. You have found an axe. Bücher. Ich glaube, die Bücher, die sind in der Pre-Alpha noch nicht so entscheidend. Altes Foto. Eine Spritze. Eine uralte Spritze. Von hier sind wir gekommen, oder? Oh, 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 das liest sich alles jetzt so gut. Aber hier können wir doch was machen, oder? Können wir hier smashen? Impossible to get here. Oh. Select item. Inventory. Und wie kann ich das usen? Flashlight. Select item. Contact. Ah, use. Ich probiere mal mit der Axt. Aber er hat ja gesagt, er zeichnet es mit dem X, ne? X. Tab. Use. Alles klar. Dann machen wir uns weiter auf die Suche. Oh, da liegt wieder was. Q. Die Top. Ich muss die Top AC. Rief. Also, ich hab doch gerade gelesen, du Hong. Da bin ich doch hergekommen, du. What's that? Aber hier geht's hoch. Wir gehen mal hoch. Und schauen oben uns um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas.
wo man vielleicht durchkommt oder so. Eine Postkarte. Unbekannter Absender. Ach, Flashlight. Sehr wichtig. Warte, interessiert mich jetzt mal nicht. Ho Chi Minh. Wo ist die mal denn hier jetzt? Ah, ich finde es echt gut gemacht. Weil endlich mal ein bisschen Horror, weißt du? Oh, ein bisschen länger geht. Alles andere, was in der letzten Zeit rausgekommen ist, war alles so kurz. Da könnte ich durchkriechen. Bisschen draußen. Oh, Batteries. Kann man natürlich nehmen. Überall. Ich höre Geräusche. Schon wieder ein Kind. Ja, hallo? Geht's doch, oder was? Ah, Batteries. Nice. Habt ihr gesehen? Hat sich gelohnt. Zweimal Batterien. Batterien sind in den Horrorspielen immer sehr wichtig, ne? Die gehen einem ja immer gleich als erstes aus. Und dann stellt man da und dann hat man ein Problem, ne? Ich habe ein Problem. Die haben wir dahinter. Komisch. Aber höher geht's nicht. Ah. Ach, da kommt man ja rein. Da kommt man ja rein. Kinder. Ohne irgendwas. Ich bin voll. Ich kann nicht mehr nehmen, oder was? You cannot carry more batteries. Oh, danke fürs Gespräch. Ja, ich bin halt immer Batterien als Hermit. Aber wir wissen, da liegt auf jeden Fall noch eine. Hört ihr das? What the hell, was ist das jetzt hier? La la la. Eine Ratte? Da oben scheint jemand zu sein. Kinder singen la 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 la. Ich bin der lila la la Launebär oder was? Da steckt noch eine Batterie drin. Seht ihr die? Battery. Oben. Sind noch mehr Kinder? Oder was? Waren da hinten. Meine, hier waren keine Türen, oder? Ah doch, hier war ja auch noch eine Tür. Ich hab. Lock. Jetzt haben wir nämlich gedacht, dass die hier alle verschlossen sind. Da habe ich ja unten gar nicht gut. Ja, wie komme ich hoch? Die sind oben. Ich habe sie doch oben gehört. Die Kinder. Ich gehe mal nach links. Battery. Locked. Ein alter Kelch? Kann ich aber gar nicht machen. Wie? Diese Geräusche?
Überall sind Batterien, das ist schon mal praktisch. Aber ich glaube mal, in der Pre-Alpha passiert noch nicht so viel. Wo kommen die ganzen Geräusche her, Leute? Hier war ich drin. Und ich bin ja von oben gekommen. Und hier komme ich nicht durch. Und hier wird wieder wahrscheinlich alles verschlossen sein. Nein. Wir bräuchten den Key. First Aid Kit. Drei was? He said he would need three bones from a poor child, some kind of blood offering. After that they were interrupted by one of your children. Ich will eine Medizin. Immer für diesen Smith. Batteries. Mehr wie Batterien gibt es hier aber auch nicht. Ah, diese Atmosphäre und Stimmung und Chicky Bang Bang hast du nicht gesehen, weißt du? Das ist so crazy. Ich liebe sowas, weißt du? Da geht mein Herz auf. Da verlog ich doch. Wir müssen jetzt nochmal nach draußen. Aber ich finde hier drin nichts mehr. Weil höher komme ich nicht. Ich habe nur die Geräusche gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es noch geht oder was wir jetzt eigentlich noch tun müssen. Oder tun soll. Ich gehe mal da rein. Überall diese Puppe sieht aus, also mit ihren Masken oder was? Ich weiß ja nicht, Leute. Ein altes Auto. Komme ich da auch rein? Diesen Pavillon? Schon oder Scheiße, ich schieße. Immer diese. Ein Generator. What? What? Ein Generator. Wir haben einen Generator angemacht. Und was bringt uns das jetzt? Hallo? Der saß. Wieso sitzt jetzt das Kind? Der saß doch gerade hier auf dem Stuhl. Und jetzt ist der Stuhl umgedreht und das Kind sitzt hier, oder was? Oder die Puppe, oder? Hallo? Hallo? Wer kommt zu dem Auto? Welcome to the jungle. Hör, ich muss wieder ein bisschen ablenken. Sonst kriege ich hier noch einen Nervenzusammenbruch. Ich glaube, wir können jetzt mal wieder ins Haus und noch mal gucken, ob sich jetzt drin was geändert hat.
zum Na, du glaubst ja nichts mehr. Du glaubst schon gar nichts mehr. Das ist ein Seil. Da ist ein Seil gespannt. Und da hat sie sich dran aufgehangen. Ja, kack, die waren dann. Was geht denn hier vor? In diesem Waisenhaus? Sind da alle durchgeknallt, oder was? Vor allem, wer ist durchgeknallt? Die Nonnen, die dieses Waisenhaus leiten oder geleitet haben? Hat das, sowas würde ich auch zumachen. So eine Drecksbude, oder? Um die Veranda rum kann ich ja nicht, ne? Nö. Hush, hush, little baby. Hush, hush. What? What? Diese Geräusche, weil schon allein das Lachen, das erschüttert einen im Mark und Knochen. Was ist das? Ich hab gleich eine. Ich werde doch hier zum Vasenverkäufer oder so. Nein, ich habe das nicht gefallen, Children, wo er mordet. Oh, also die ganz harten Fälle. Es geht um die ganz harten Fälle. Nach dem Sacrifice wurden die Kinder wie mumifiziert. Sie haben die Kinder, die harten Fälle, die mega harten Fälle, wie eine Puppe, Spielzeugpuppe, transformiert. What the hell? Da stecken Kinder drin, mumifizierte, wie die Pharaos früher. Like a Pharaoh, walk like an Egyptian. Ich versuche mich nur abzulenken. Jetzt ist mal alles klar. Die haben doch einen Vollschaden, oder? In der damaligen Zeit in so, gerade so in ihren Anstalten und Waisenhäusern. Ich wollte nicht wissen, was da alles abgegangen ist. Do, oh no. Das darf man sich gar nicht vorstellen, Leute. Das darf, will und soll man sich nicht vorstellen. Da rennt einer. Habt ihr gesehen? Da ist jemand gerannt. Wo ist hin? Da war gerade jemand durchgerannt. Wenn ihr mir nicht glaubt, spult nochmal zurück. Slow-Mo. Rewind, Slow-Mo anschauen. Ganz so einfach. Aber wo ist das jetzt hin? Hasch, hasch, little baby. Sweet child, oh mein. Was? Fisch? Das passt jetzt aber gar nicht daher. Fisch passt aber nicht daher. Ich sage doch gleich. Leute, ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Habe ich das schon gelesen? Jo. Wo ist sie hin? Ah! Ein Jumpscare. Da oben schreit jemand. Oh je. Angst. Ich mach mir gleich ein Höschen. Hallo? Hier waren wir das erste Mal. Hallo? 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 Rossi ist hier. Und hier war ja alles verschlossen.
Die Türen waren ja alle verschlossen. Aber ich habe ja keinen Key. Weil ich keinen Key gefunden habe. Aber ich komme nicht hoch oder sonst was. Oder ist es das Ende von dem Wein? Ja, Freunde, ich weiß es nicht. Weil ohne den passenden Schlüssel, den ich ja mal wieder nicht finde, oder es gibt keinen, oder ich sehe ihn halt mal wieder nicht, ne? Aber hier einen Schlüssel zu finden, denke ich mal, ist auch nicht einfach. Unter der ganzen Sauerei hier. Und auf dem Balkon liegt auch nichts. Was ist das? Funkturm. Für was haben die einen Funkturm? Aber wenn ich jetzt einmal das Fenster schaue. Da guck dich mal die Olga da hinten an. Aber cooles Game. Hässlich. Mit ihrer Halbglatze da. Komisch, komisch, Leute. Tja. Aber das sieh ich weg. Und Schlüssel gibt's halt hier auch nicht. Sieht doch keiner auf der Fensterbank rum oder sonst wo. In der Bett liegt auch nicht. Nee. Und das Mädchen, ich denke mal, das war ein Mädchen. So von der Art her war es ein Mädchen. Das Bild passt hier gar nicht rein. Warum ist das Bild farbig? Alle anderen sind schwarz-weiß und das ist farbig. Und da komme ich ja nicht rein. Impossible. Aber wie gesagt, ist noch eine Pre-Alpha, ne? Darf man nicht vergessen. Nur hätte ich gern dieses ominöse Wort. Thank you for playing the dass wir auch dann durchgespielt haben, weißt du? Das wird mich dann schon beruhigen. Weil ich möchte jetzt hier so einfach rausgehen und sagen, ja, das... Kinders, das war's dann, ne? Hallo? Hast du was für mich? Tja. Guter Rat, heuer, Leute. No key. Ganz schlecht. Und mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Leider. Schade, schade, schade. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal wieder raus. Bin ich da reingekommen? Wo bin ich da reingekommen? Ich suche einen Ausgang. Wo ist der Rossi reingekommen? Wie kam er in das Gebäude? Hä? Leute, bin ich... Jawohl. Damn. Ich war einfach so Puppe hier. Krank. Tja, Freunde, da würde ich sagen,
Rusty McToasty, planlos. Ohne Plan. Ohne das nötige Wissen. Ohne den fehlenden, vor allem ohne den fehlenden Schlüssel. Wisst ihr? Mir fehlt ja ein Schlüssel. Um es überhaupt weitermachen zu können. Entweder ein Schlüssel für Schubladen oder halt der Key für der Generator läuft. Aber sonst ist er hier auch nicht. Nee. Aber das ist schon creepy. Mumifizierte Kinder. Jemand, der da hängt, sich erhängt hat. Und eine Story, die ziemlich verdammt creepy ist. Autos. Für was brauchen denn die so viele Autos? Was ist das? Ein Ofen. Nein, das ist ein Auto von unten. Jetzt habe ich erst gedacht, das ist ein Gerät. Ja, ich bin ja der Honky Tonk Man, oder? Riss auf. Tja, Leute. So leid was tut, werde ich wohl zum Ende kommen müssen. Komm ich dann ins Menü. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal zum Ende, sonst ich kann nur da 2 Stunden weiterspielen. Das war The Evil Side. Cooles Spielchen. Ziemlich creepy, scary, oh. Und ziemlich trauriges Thema, aber so war es früher. Jeder weiß es. Was da jetzt abgegangen ist, heilig Spechle. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem großen Kanal. Bitte bewertet auch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, auch wieder das Köpfchen drücken. Press the head button to subscribe. Ansonsten bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht das Beste draus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit dir und fickert euch aus. Euer Rostiger.